Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Adele, ich grüße dich. Du möchtest wissen, ob das möglich ist, mit ihm eine glückliche, zufriedene Partnerschaft zum Leben. Und das klären wir bei diesem Orakel. Deine jetzige momentane Situation, dein Gegenwart zeigt diese Wunschbrunnen. Wünsch dir das. Leb deine Wünsche. Du brauchst eine Vorstellung davon. Was möchtest du erreichen? In allen Ebenen kannst du das haben, also auch in die Liebe Partnerschaft. Und glaube daran. Und das heißt nicht, dass du in deine Träume zurückziehen sollst und flüchten vor Realität. Und dazu gibt es eine wunderbare Übung. Erstmal brauchst du eine Vorstellung davon, von idealem Zustand. Kannst du das bildhaft vorstellen? Dann aktivierst du nämlich diese Wunschbrunnen. Dann hast du diesen Wunsch. Dann nimm jeden Tag ein paar Minuten Zeit. Ich empfehle immer etwa 5 Minuten. Nimm diese Zeit täglich. Zieh dich zurück. Bewahre deine Ruhe und pflege diese Bilder. In diesem Moment lenkst du deine Aufmerksamkeit in diese Richtung. Das heißt, du lenkst Energie drauf und die Energie manifestiert sich. Aber nur dann, wenn du das glaubst, wenn du das vorstellen kannst, wenn du das auch fühlst. Und dieser Wunsch geht zum Erfüllung. Du hast einen Plan, einen Gedanke, weil du möchtest mit ihm sprechen. Ist es gut? Wenn du ihm das sagst, was du sagen möchtest, nein, das ist nicht gut, das löst einen Sturm aus. Und damit stoßt ihr beide an euren Grenzen. Die Zahl 9 grenzt euch ab. Dann entsteht wieder Blockade. Worauf solltest du achten? In Gefühlsebenen. Hier kommt ein unerwartetes, ein Tür öffnet sich, du kannst mit einer Überraschung rechnen. Ich würde intuitiv sagen, dass er will dich überraschen, dich besuchen oder kommt eine Einladung oder ein Geschenk. Was verbindet euch beide? Diese Vereinigung heißt, ihr lebt eine stabile Beziehung. Und dieses Herz in die Mitte zeigt deinen Gefühlen und auch seinen Gefühlen. Worüber macht er Gedanken? Ihn bedrückt etwas gerade und das ist sehr trocken. Und das sind Gedanken über seine Probleme, über seine Sorgen. Und wie schaut das aus in seinen Gefühlsebenen? Dieser magische Fluss bedeutet, er vertraut das Fluss des Lebens. Dieser Fluss ist Wasser. Und Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Das heißt, er kehrt zurück mit Gefühlen, weil er dich liebt. Er wird dich auch überraschen, trotz dieser Gedanken, was ihn bedrückt. Trotzdem ist er in Vertrauen.
Seine Gegenwart zeigt diese Einsamkeit. Es geht ihm nicht gut. Aber er überlegt, wie kann er das in Ordnung bringen? Und sein Gefühl sagt, doch, das kommt alles im Fluss. Ich befrage jetzt mein Pendel. Habt ihr diese Chance, eine glückliche Partnerschaft zum Leben? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein. Wenn die Pendel stehen bleibt, heißt ja, vielleicht. Oder wir sollen diese Frage momentan nicht stellen. Die Pendel bleibt stehen. Also es ist alles offen, aber dann langsam, langsam bewegt sich in die Richtung, dass das Annäherung kommt und dass ihr diese Liebe auch lebt und damit hast du auch Glück. Du brauchst noch Geduld dazu. Erstmal ist alles unbeweglich. Liebe Adiele, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.